Boy gegen XXL Video schauen wir uns die besten Secrets aus Roblox Brookhaven an. Und dort sind so 100% Secrets dabei, die ihr noch nicht kanntet. Aber welche Secrets aus diesem XXL Roblox Brookhaven Video kanntet ihr noch nicht? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Und sonst würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Und damit sind wir auf jeden Fall jetzt schon in Roblox Brookhaven. Und es gibt jetzt sehr viele Möglichkeiten, beziehungsweise eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die ich euch in diesem Video zeigen werde, wie man es schaffen kann, andere Autos in Brookhaven zu bekommen. Aber als erstes, Leute, ihr kennt ja die normalen Brookhaven Autos. Ja, hier gibt es sogar noch diese Autos da von diesem kleinen Update, was kam, dieses Oster-Update mit diesen Lasern, die man auch irgendwie schießen kann oder so. Richtig cool eigentlich. Aber abgesehen davon gibt es noch viele coole andere Autos in Brookhaven. Und zwar zum Beispiel das hier, das kennen wir, glaube ich, alle. Aber diese sind halt, wie gesagt, nach einer Zeit langweilig geworden. Oh mein Gott, was habe ich jetzt für einen Stunt gemacht? Also brauchen wir jetzt definitiv neue Autos. Aber bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, Leute, weil dort zeige ich euch, wie ihr krasse Autos in Brookhaven bekommen könnt. Aber jetzt kommen erstmal die lustigen Autos in Brookhaven. Nämlich, um die lustigen Autos in Brookhaven zu bekommen, müssen wir erstmal sozusagen einen kleinen Glitch machen. Oha. Das erste, was wir jetzt dafür machen müssen, ist, wir müssen hier drauf gehen und wir müssen jetzt unseren ganzen Skin einfach komplett schwarz umfärben. Das heißt, wir geben hier einfach mal Black ein, damit das Ganze schwarz ist. So, ja, das sollte an sich passen. Da müssen wir unsere Hautfarbe noch ein bisschen ändern. Moment, wo kann man eigentlich die Hautfarbe ändern? Ey, Leute, ohne Witz, ich spiele so oft Brookhaven, aber ich habe keine Ahnung von gar nichts. Perfekt, hier geht das Ganze auch schon. Da müssen wir unser Gesicht kurz entfernen. Ich glaube, wir müssen auch sowas wie... Moment, hier Haare, Cape, alles weg, Leute. Dann brauchen wir hier hinten nochmal eine kleine Hose. So, let's go. Und damit sollten wir einen ganz dunklen Skin haben. Ganz, ganz wichtig, Leute. Sieht zwar jetzt gerade nicht schön aus, aber das werdet ihr gleich noch verstehen, warum das Ganze gut sein wird. Ey, ohne Witz, das wird so lustig. Wir werden auch gleich einige Spieler damit trollen. Aber was ich jetzt nochmal kurz machen werde, ist, ich werde meine Animation kurz entfernen und nehme einfach diese ganz normale Animation. Ich glaube, das ist besser hierfür. Ist irgendwie voll ungewohnt, so rumzulatschen. Aber ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Als nächstes brauchen wir jetzt was ganz Besonderes. Und zwar, wir müssen uns hier mal kurz die Liste hier durchschauen mit diesen ganzen Autos, die es gibt. Und zwar brauchen wir jetzt dieses Motorrad. Ganz, ganz wichtig. Und einige Leute wissen jetzt schon, was ich vorhabe. Weil es gibt nämlich so einen kleinen Glitch, den man machen kann. Ja, so einen kleinen Bug. Nämlich muss er mit dem Motorrad hier reinfahren. So, ganz langsam. Oh mein Gott, ich kann gar nicht so gut Motorrad fahren. Und genau, wenn wir denn hier bei diesem Dings ist, wo man die Haare waschen kann, ist ganz wichtig, jetzt müsst ihr E drücken. Bedeutet, ihr seht schon, oh mein Gott, was passiert jetzt da? Jetzt liege ich irgendwie auf diesem Motorrad. Ja, das sieht irgendwie ganz, ganz komisch aus. Ich weiß, und es gab damals mal einen Glitch, dass man sich so im Motorrad verstecken konnte. Dass es irgendwie so aussah, als dass man unsichtbar wäre oder sowas. Keine Ahnung. Aber darum geht's nicht. Jetzt können wir das Motorrad auf jeden Fall löschen. Dann machen wir zack. Und auf einmal können wir jetzt so rumlaufen. Oh, stimmt, man darf nicht springen. Aber was wir jetzt machen können, ist, wir können was Besonderes machen. Und zwar, ich habe gesagt, das ist eher die witzige Methode, wie man ein Auto bekommt. Nämlich hier bei Accessoires suchen, kann man jetzt einfach mal sowas wie Cars, was Englisch ist für Auto, eingeben. Und wir sehen hier ganz viele Autos. Und da können wir zum Beispiel eins auswählen. Zum Beispiel nehmen wir einfach mal das hier, weil das halt so dunkel ist und dass man auf jeden Fall nicht so gut erkennt hier, dass das der Kopf ist. Also Leute, wie findet ihr mich? Ja, wunderschön, oder? Aber Leute, irgendwie, naja, wie soll ich sagen? Das Ganze hat noch nicht seinen Zweck erfüllt, weil wir müssen jetzt erstmal mit diesem Auto ein paar Leute trollen gehen. Und wir werden einfach zu Leuten hingehen und fragen, ob sie Lust haben, mit mir ein Rennen zu fahren. Also, let's go! Ich bin jetzt gerade auf einem öffentlichen Server gejoint und das erste, was ich einfach sehe, ist das hier. Warum brennt das Haus? Und warum regnet es jetzt? Und das Haus ist verschwunden. Okay, ganz, ganz komisch irgendwie. Ist einfach jemand, der in so einem Osterhasen-Auto sitzt. Keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Und, naja, der spielt da drin Gitarre. Wollen wir uns mal mit dem anlegen, Leute? Leute, die beiden hier kommen auf einmal jetzt auf mich zu. Was geht ab, Sheriff? Gibt's ein Problem? Ich habe jetzt einfach mal ein Fragezeichen geschrieben, keine Ahnung. Und er hat sofort eine Waffe irgendwie gezückt. Warte mal, was willst du machen? Was hast du vor? Ich weiß nicht, ob die mir glauben oder so. Oder die da, die bleibt auch neben mir stehen. Also, ist auf jeden Fall lustig, weil viele Leute einfach neben mir stehen bleiben. Weil ich bin ein Auto, ein ganz gewöhnliches Auto. Ich setze mich jetzt auch einfach mal hier hin. Stell dich mal vor, ihr seid hier einfach und ein Auto sitzt einfach in Brooksteiner neben euch. Ey, ohne Witz, das sieht so komisch aus. Okay, Leute, wir sind jetzt auf einem neuen Server und zwar ein deutscher Server. Also, ihr seht das hier. Ich schreibe auf jeden Fall deutsche Nachrichten. Und hier hinten steht sogar WG-Haus 33 einfach rein. Nicht fragen. Okay, das heißt, wir gehen einfach mal zu Haus 33, würde ich sagen. Warte mal, wo ist eigentlich Haus 33? Ist das nicht da oben rechts oder so? Okay, Leute, Haus 33, da bin ich auf jeden Fall jetzt. WG-Haus einfach rein. Nicht fragen. Okay, das heißt, wir als Auto, also ich...
Also ich meine, ich als Auto, ich bin da definitiv nicht falsch auf dieser Party. Also hi, was geht ab? Ich darf ich mitmachen in eurer WG? Also ich bin ein Auto, was jetzt einfach Hallo geschrieben hat. Hä? Spider-Man? Okay, okay. Ich frage jetzt einfach mal, will wer ein Rennen gegen mich machen? Mal schauen, ob irgendwer darauf antworten wird. Ich schreibe sie. Oha, Spider-Man. Ich habe geschrieben, okay, dann komm. Und die da oben, die schreibt einfach Lachsmilies. Oha, okay. Ich würde sagen, ich mache gegen Spider-Man auf jeden Fall ein Rennen. Ey, das wird so lustig. Und die kommen jetzt einfach alle mit. Ich schreibe jetzt einfach mal, okay, such dir ein Auto aus. Das heißt, ich kann sich ein Auto aussuchen. Ich meine, ich habe meinen schon. Und ich bin echt gespannt, was sie sich für ein Auto aussucht. Okay, okay. Okay, ja, das sieht ein bisschen traurig aus, wenn man mein Auto vergleicht. Warte mal. Und du machst einfach mit einem Schulbus? Mit einem Schulbus? Bist du etwa Labi oder was? Weil Labi ist nämlich auch so ein Mensch, der immer nur mit Schulbussen, LKWs oder sowas ein Rennen fährt. Okay, sie heißt Celine, glaube ich. Celine Mobile. Okay, Celine, let's go. Du schaffst das. Ich habe jetzt geschrieben, okay, hier ist der Start. Okay. Also, bedeutet, positionieren, ja, perfekt. Wir haben uns positioniert. Er hat aber noch geschrieben, bis wohin? Und ich habe geantwortet, ab hier bis zur Schule, okay? Was schreibt sie? Warte mal, okay, okay, hat sie geschrieben. Bedeutet, wir werden von hier bis zur Schule fahren. Also wir machen natürlich so ein Rennen zu dritt. Ja, das sieht ein bisschen traurig aus. 3, 2, 1. Okay, let's go. Okay, wir fahren ein Rennen. Hopp, 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 auf geht's. Ja, alles gut, Leute. Fast sind wir da. Ja, es kann sich nur noch um Ewigkeiten handeln. Let's go. Sie sind natürlich nicht vor mir. Ich war natürlich eindeutig Erster, ja. Hä, warte mal, die sind doch nicht bei der Schule. Okay, okay, sie ist vielleicht bei der Schule, okay. Aber ich bin auch bei der Schule, okay. Also, Leute, ich muss sagen, ich habe gewonnen, oder? Was, wie seht ihr das? Ich habe gewonnen, 100%. Weil nämlich ich war Erster, Leute, oder? Ey, Leute, das muss so dumm sein für die. Und der schreibt einfach, okay, nope, nope, ist egal. Oh Mann, ey, die haben doch gar keine Ahnung von gar nichts. Leute, ihr dürft jetzt für mich in den Kommentaren entscheiden. Schreibt in die Kommentare, habe ich gewonnen oder hat Spider-Man gewonnen? Also ich bin natürlich dafür, dass ich gewonnen habe, aber naja, ihr entscheidet das in den Kommentaren. Und diese eine Person, die verfolgt mich gerade die ganze Zeit. Was geht ab bei dir? Warum verfolgst du mich? Naja, egal, laufen wir einfach mal weiter. Leute, ich wollte gerade so hier hingehen, dachte mir so, okay, was geht jetzt ab? Und die fliegt einfach. Hä, was geht bei dir ab? Warum fliegst du? Hä? Warte mal, was passiert bei dir? Die fliegt, hä? Okay, Leute, ich verstehe gar nicht. Warum springst du auf einmal so hoch? Leute, ich habe jetzt mein Auto gewechselt und guck mal, wie krass dieses Lightning McQueen Auto aussieht. Aber Leute, nach einiger Zeit, wenn man irgendwie ein paar Autos irgendwie hier hat, wo man einige Sachen machen kann, müssen Autos natürlich auch tanken gehen. Und deshalb lass mal hier tanken gehen. So, egal, wir haben jetzt auf jeden Fall getankt, würde ich sagen. Und jetzt geht's durch die Autowaschanlage. Ja, weil Autos müssen natürlich sauber sein. Ey, ohne Witz, Leute, was mache ich eigentlich hier? Okay, alles klar. Aber ich habe ja schon gesagt, Leute, dass nicht die einzige Methode ist, wie man Autos im Brookhaven haben kann. Es gibt auf jeden Fall noch eine weitere Methode und die werde ich euch jetzt zeigen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal das Spiel verlassen. Vor einigen Tagen kam nämlich das Video raus, wo ich das neue Brookhaven 2 gespielt habe, was eigentlich ein April-Scherz sein sollte. Und schreiben mir bis heute immer noch Leute, dass das Fake ist. Aber es wurde ja am 1. April hochgeladen, Leute. Guckt das Video einfach mal bis zum Ende. Ich habe am Ende sogar gesagt, dass es ein April-Scherz ist. Und das ist wirklich ein richtiges Spiel, was online ist und was es hier gibt. Einige haben es sogar in die Kommentare schon geschrieben. Dafür müssen wir nämlich kurz auf die Roblox-Startseite und wir geben oben ein Map AI. Ganz wichtig, einfach Map AI eingeben. Und dann findet man dieses Spiel hier. Hier ist auf jeden Fall das Spiel und das hier könnt ihr niemals eingeben. Und hier können wir jetzt zum Beispiel auf Play drücken. Dann kommt so eine wunderschöne, coole Musik und ihr seht, alles ist auf Arabisch. Es sieht aus wie Brookhaven. Hier gibt es auch so einen Chat, wo man so Sachen schreiben kann. Jetzt gerade ist, glaube ich, hat es geschneit oder so. Weiß ich nicht. Jedenfalls kann man sich hier einfach Autos spawnen, in diese Autos einsteigen und dann kann man einfach losfahren und dann hat man so richtig coole Autos, mit denen man einfach fahren, ey, mit denen man einfach fahren kann. Und ohne Witz, das sieht richtig, richtig cool aus mit diesen Autos. Und ich würde mir wünschen, es würde sowas wie dieses Auto in Brookhaven geben. Weil, Leute, ohne Witz, wie cool sieht das aus? Und es müssen generell einfach mal in Brookhaven neue Autos kommen. Es kommen viel zu wenig Autos in Brookhaven. Das Einzige, was kommt, ist ein Gabelstapler. Wow, ein Gabelstapler. Oh mein Gott, ein Gabelstapler. Das ist so ein cooles Auto. Mit dem fahre ich die ganze Zeit nur in Brookhaven rum, Leute. Das ist mein Lieblingsauto in Roblox Brookhaven. Natürlich denkt sich das niemand, ohne Witz. Es ist ganz cool, dass es existiert, aber warum kam ein Update nur mit diesem Gabelstab? Jedenfalls, Leute, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Autos als das hier und vor allem, was sind das hier für Autos? Irgendwelche Autos, für man irgendeinen Pass braucht, glaube ich. Also, ich habe natürlich alle Pässe, aber es ist natürlich ein bisschen schade für euch und alle, die keine Pässe
Pässe haben und keine Robux haben. Na gut, egal, Leute. Ich würde trotzdem sagen, ja, wir haben uns jetzt genug aufgeregt. Was ist euer Lieblings-Pokémon-Auto? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und dann werden wir ein kleines Haus bauen. Nämlich, im neuen Update kam ja ein Haus hinzu und einige andere interessante Dinge. Bedeutet, wir müssen einfach mal hier komplett nach unten scrollen. Und hier unten ist auch schon das Haus. Und let's go. Lass mal das ganze Haus hier spawnen. Wo ist das Haus? Und genau das habe ich mich auch gefragt. Das, was wir bekommen haben in diesem Update, ist nicht wirklich ein Haus, sondern einfach... wie beschreibt man das hier? Ich glaube, ihr seht es selbst, aber wir haben hier auf jeden Fall relativ nichts außer... Naja, einen kleinen Zaun, eine kleine Fläche. Aber natürlich gibt es hier ein Haus. Aber das Haus ist natürlich unter dem Boden. Und ja, was soll ich sagen? Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Aber naja, egal. Jedenfalls, wir haben hier hinten so einen komischen... Naja, keine Ahnung, was das Ganze sein soll. Aber es ist einfach eine Leiter, wo man durchgehen kann. Ja, mehr ist das nicht, okay? Und das Ding ist, wir haben hier auf jeden Fall einen kleinen Raum. Und wenn ihr hier hinguckt, seht ihr... Hä? Warte, hier ist doch so eine Art... Naja, keine Ahnung, was es sein soll. So eine Rampe oder so. Und wenn wir da drauf drücken, wir können auch von außen... auf diesen Knopf drücken, dann geht das hier hoch. Aber man kann irgendwie nichts machen. Wer kann das hier wieder zumachen? Es gibt auf jeden Fall nichts anderes auf diesem Grundstück oben drauf, außer diese Leiter sozusagen. Aber eine Sache, die mich auf jeden Fall interessiert. Warte, lass mal hier... Warte, wir können ein Motorrad nehmen, weil es gibt etwas Neues über Motorräder. Ja, das habe ich sogar gar nicht mal im Livestream gezeigt, das ich gemacht habe, als das Update rauskam. Es gibt hier unten einfach einen Knopf, wo man draufdrücken kann. Und da macht man halt die ganze Zeit ein Wheelie oder sowas. Keine Ahnung, sehr interessant. Und damit können wir jetzt auf jeden Fall noch... unten fahren, ja, oh, okay, mit einem Wheelie zu fahren ist gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann man hiermit, warte, hier rein, und was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke? Wo bin ich? Was ist passiert? Warte, kann ich das wieder ausmachen? Warte, lass das hier mal ausmachen. Okay, warte, ich brauche mal ganz kurz hier, ein bisschen Licht oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich bin jetzt in diesem Secret gelandet, aber warum bin ich hier? Hä, warum? Wie? Wo? Was? Egal, hier kann man nämlich durchgehen so... Warte mal, Bacon? Warte, was Bacon? Was machst du hier? Hilfe! Okay, Bacon hat Hilfe geschrieben, okay. Was ist denn los, Bacon? Kann ich dir irgendwie helfen oder so? Er hat geschrieben, mein Motorrad. Was genau ist denn mit deinem Motorrad? Motorrad kaputt, kaputt. Okay. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was dieser Bacon von uns will, aber sein Motorrad ist scheinbar kaputt. Dann zeig mir mal, wo dein Motorrad ist. Keine Ahnung. Komm mit, Bacon. Warte mal, ich bin doch gar nicht der Bacon. Er ist doch der Bacon. Okay, egal. Warte mal, wo ist er hin? Bist du schon weg? Schneller? Ja, warte, ich bin doch auf dem Weg. Ey, ohne Witz, wo ist dieser Bacon die ganze Zeit? Der verschwindet die ganze Zeit. Warte, lass mal hier nach oben gehen. Hier, du bist zu langsam. Warte mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du einfach zu schnell bist? Nicht, dass ich zu langsam bin? Ja, ja, schau, Hilfe. Wie, was soll ich denn... Warte, wie? Wie hast du es geschafft, dass dein Motorrad dort unten, also unter diesem Raum, wo man eigentlich so, naja, hier nach unten kommt und sich eigentlich nichts denkt? Okay, ich werde dir schon helfen, okay, Bacon? Ja, besser ist... warum ist dieser Bacon so undankbar? Ja, okay, wir werden jetzt einfach mal nach unten gehen und uns das Ganze einfach mal ganz geschmeidig anschauen, ja? Keine Ahnung, was mit dem Bacon auf jeden Fall los ist. Der hat sein Motorrad irgendwie so unten geparkt. Keine Ahnung, wir werden dem auf jeden Fall helfen, aber noch nicht jetzt, ja? Erstmal müssen wir uns hier ein bisschen umschauen in diesem Haus, ja? Also, eigentlich sollte man nämlich nicht in der Wand landen, so wie es bei mir auf jeden Fall der Fall war, sondern man soll hier nach unten drücken und dann kommt man hier im Aufzug raus und dann soll man hier sein. Keine Ahnung, wie ich hier hinten in dieser Wand hier gelandet bin und mein Motorrad ist auch irgendwie hier drin gelandet. Warte mal, kann es sein, dass der Bacon genau das gleiche gemacht hat wie ich? Oder warum ist der Motorrad auch hier? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann es uns der Bacon sagen. Aber ja, egal. Jedenfalls, hier haben wir einen relativ großen Raum. Ja, dieser Raum sieht ziemlich interessant aus. Jedenfalls, hier hinten haben wir dann auch nochmal keinen Computer. Keine Ahnung, ob das hier ein Mikrofon sein soll. Aber es sieht ein bisschen so aus wie das Mikrofon, weil ich habe ja auch so ein Mikrofon hier, wie ihr seht. Hier haben wir auch ein paar Bildschirme. Da steht Zugriff gewährt. Okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wir können es auf jeden Fall hier hinsetzen. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert, wenn wir einfach hier etwas länger dran sitzen oder irgendwas machen. Hier auf einen von diesen vier Computern in der Mitte, nämlich hier ist dieser, naja, Zugang gewährt, Dings, gehen wir einfach mal hier rüber und hier ist eine Karte auf diesem Tisch und diese Karte brauchen wir auf jeden Fall, um weiterzukommen, ja? Naja, wie soll ich sagen? Hier haben wir auch nochmal einen kleinen Bildschirm. Hier haben wir, ich glaube, das soll einen Serverraum darstellen oder sowas. Das heißt, Sachen mit so Festplatten und so, keine Ahnung, irgendwelche Nerd-Sachen, so, keine Ahnung, die niemand versteht. Und, naja, jedenfalls, hier kann man weitergehen. Dann haben wir hier ein kleines Badezimmer, ja, ziemlich interessant. Hier kann man Hände waschen, auf Klo gehen, pupsen und vieles mehr. Keine Ahnung, jedenfalls, warte mal, was willst du jetzt schon wieder hier?
Reihe. Du Lügner? Ich bin kein Lügner. Du wolltest mir helfen? Ich werde dir auch immer noch helfen. Ich muss aber den Leuten das alles zeigen, weißt du? Verstehst du? Nein, ich verstehe dich. Hilf mir jetzt. Okay, alles klar. Keine Ahnung, was jetzt schon wieder da abgeht. Aber scheinbar denkt der kleine Baconkopf, dass ich ihm nicht helfen werde. Ich helfe dir gleich, okay? Warte einfach hier auf mich und dann, ich komme sofort. Hier hinten haben wir dann so einen kleinen Knopf. Da kann man nicht draufdrücken oder sowas. Aber wir haben uns ja eine kleine Keycard geholt. Und wenn wir diese Keycard jetzt irgendwie in die Hand nehmen und dann hier hingehen, zack, dann seht ihr, auf einmal öffnet sich eine Tür. Und die kann man halt nur öffnen, sobald man hier irgendwie diese Karte hier... Warte mal, was sagst du? Oh mein Gott, wie krass. Okay, alles klar. Dankeschön, ja. Willst du auch mal hier reinkommen oder was? Und mehr braucht man auf jeden Fall nicht. Also, Bacon, komm mal hier rein. Warte, wo ist der Bacon? Bacon, mein neuer Gaming-PC. Bacon, das ist nicht der Sinn der Sache. Oh mein Gott. Jedenfalls, ich wollte es gerade zeigen, aber hier ist auf jeden Fall ein nagelneuer Gaming-PC. Richtig cool. Hier kann man auch irgendwie drunter gucken, aber da ist irgendwie auch nichts versteckt oder sowas. Keine Ahnung, was soll ich sagen. Und hier ist auf jeden Fall ein kleines Mini-Secret. Bacon, es geht um dich und dein Motorrad. Wer braucht schon ein Motorrad? Ich habe ein Gaming-PC, Sui. Okay, alles klar. Jedenfalls, falls wir jetzt irgendwie das Motorrad von Bacon retten wollen oder so, was, dann haben wir eine kleine Aufgabe, nämlich ich muss ganz kurz hier auf den Tisch drauf. So, dann müssen wir hier rüberspringen. Dann müssen wir hier hochspringen. Und ihr seht schon, warte mal, was ist das? Okay, ja, ihr erkennt es ein bisschen. Und man kann auf jeden Fall hier hoch. Und ihr seht hier auf jeden Fall ziemlich interessante Dinge. Man kann einiges hier beobachten. Jedenfalls, keine Ahnung. Hier kann man auch wieder nach unten gehen. Und hier ist die heilige Wand. Nämlich hier kann man einfach durchlaufen. Und dann werden wir sehen, warte mal, das Motorrad vom Bacon ist ja hier. Und... ja, dann können wir das hier nehmen. Sehr interessant. Und dann können wir einfach mit dem Motorrad hier rumfahren. Warte, vielleicht schaffe ich es ja. Warte, oh nein, oh nein, oh nein. Was passiert? Aber ich glaube, das Motorrad ist ein bisschen zu breit, oder? Kann das sein? Egal, dein Motorrad ist auf jeden Fall jetzt hier oben geparkt. Psst, ich schaue YouTube. YouTube? Das schreibt man anders, das schreibt man... Warte, YouTube, okay, ja, du, ja, okay, okay. Ist ja auch egal, keine Ahnung. Ja, unwichtig. Jedenfalls, da kann man irgendwie nach oben. Ist ein cooler Secret-Raum oder so. Das heißt, man kann einfach unter diesem Fahrzeug sein. Ich habe jetzt auf jeden Fall das Motorrad vom Bacon gerettet. Das war irgendwie die wichtigste Aufgabe für diesen Bacon-Kopf. Und jetzt hat er einen Gaming-PC gefunden und jetzt braucht er mich nicht mehr. Ich werde einfach ersetzt, okay? Aber, Leute, das ist ja nicht das Einzige. Einige von euch wollen wahrscheinlich wissen, wo ist der Tresor in diesem Haus versteckt. Und deshalb werde ich das alles einfach mal heute zeigen. Wir haben nämlich hier einige Räume, wenn man das so nennen kann, die hinter der Wand sind. Unter anderem haben wir schon gemerkt, hier ist ein kleiner Raum, wo man durch kann. Aber nicht nur das. Hier oben ist ein weiterer Raum, wo man durch kann. Dann gibt es hier irgendwo... warte mal, wo waren das? War das hier oben? Ja, hier gibt es noch einen weiteren Raum, wo man durch kann. Dann gibt es, warte mal, hier noch einen weiteren Raum und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Orte, wo man rein kann hier in diesen komischen Dings. Warte mal, ich muss hier nach oben. Warte. Okay, wisst ihr was? Wir gehen einfach hier rein. Ist ja auch egal. Oder wir gehen einfach hier rein, wo das Motorrad war. So, let's go. Hier ist mein Motorrad. Aber erstmal gucken wir uns oben um und ihr seht, einfach Treppe nach unten wieder. Hier oben gibt es auch relativ nichts Krasses zu entdecken. Außer, glaube ich, zwei Orte, wo man irgendwie durchgehen kann, damit man hier reinkommt. Drei Orte. Okay, genau. Drei Orte, wo man irgendwie hier rein kann. Aber das Wichtigste ist erstmal nach unten gehen. Ja, unten sieht es auch aus, als würde es nichts Interessantes geben. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass der geheime Tresor genau hier hinter dieser Wand ist? Und wenn wir das kurz mit der Freecam angucken, da seht ihr, oh mein Gott, das stimmt sogar. Aber wie kommt man in diesen wunderschönen, krassen Raum? Weil ihr seht, hier ist einfach eine Wand. Und es gibt dafür genau zwei Möglichkeiten. Nämlich zum einen können wir hinten einfach mal ganz entspannt hier so das Schlafsack-Dings hier nehmen. Zack, let's go. Und dann können wir es hier reinlegen. So, perfekt. Und dann ist man in der Wand. Perfekt, Leute. Das ist nämlich genau das, was nicht passieren sollte. Ist aber nicht so schlimm, weil ich kann hier einfach wieder raus. So, let's go. Und dann bin ich hier beim Safe, kann den sozusagen ausrauben oder was auch immer. Das ist nicht die Art und Weise, wie es gemacht werden soll, weil ich zeige euch jetzt den richtigen Weg. Das wusste ich noch nicht, als ich das ganze Update gestreamt habe. Okay, jetzt bin ich wieder drüben. Hier ist der Tresor. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in die Richtung laufen und zwar ganz hinten an diese wunderschöne Wand hier. Und dann werden wir sehen, hier ist so eine kleine Sackgasse. Ja, die ist ein bisschen sus und so, ich weiß. Und hier oben kann man einfach auf die Decke klicken. Das seht ihr einfach an diesem Zeiger. Zack. Und dann seht ihr, okay, was geht ab? Und wenn wir hier diesen Weg folgen, werdet ihr sehen, wir sind... warte mal, Bacon, was machst du hier? Warte mal, der Bacon hat was geschrieben. Was hast du denn geschrieben? Ey, Mario, danke, dass du mir dieses Haus geschenkt hast. Warte mal, wie dieses Haus geschenkt? Das ist mein Haus. Was denkst du dir? Oh mein Gott, okay, hier ist einfach der Bacon. So könnt ihr auf jeden Fall zum Tresor kommen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Zurück kommt man übrigens auch auf die gleiche Sache. Also einfach hier hinten an der Wand oben auf die Decke klicken. Dann geht die Wand wieder auf. Sehr, sehr schön. Und dann können wir hier wieder raus. Warte, wo ist hier irgendein Ausgang? Warte, ich glaube, ich muss einfach nach oben gehen. Nee, hier nicht. Warte mal. Irgendwie ist es voll schwer, diese Ausgänge zu finden. Ich glaube, wir müssen einfach oben irgendwo raus. Warte mal, wo war mein Motorrad nochmal? Hier? Oh,
Bacon? Kannst du dich so schnell bewegen? Warum bist du jetzt einfach mal hier? Verschwinde aus meinem Haus. Das ist nicht dein Haus. Ich habe dieses Haus gekauft. Bedeutet, dieses Haus gehört mir und nicht die... Warte. Wie ist das möglich? Warte, das kann nicht sein. Warte. Moment. Lass mal kurz nach oben gehen. Ich bin ganz sicher, das war mein Haus. Ich habe ihm das Haus nicht geschenkt. Ich bin aus meinem eigenen Haus gebannt worden. Oh Mann, ey. Hahaha, du Bacon. Ja, alles gut. Okay, ich habe euch jedenfalls dieses ganze Update zum Glück zeigen können. Ja, ich wurde jetzt gerade aus meinem eigenen Haus gebannt. Jedenfalls, das war alles, was im Update dazu kam. Vergesst dafür nicht, ihr könnt nicht nur mit Motorrädern jetzt irgendwie ein Wheelie machen. Warte, eine Sache, die mich auf jeden Fall noch interessiert. Warte, kann ich hier ein Wheelie machen, dann absteigen? Okay, nee, das geht nicht. Aber wenn ich wieder aufsteige, glaube ich, macht er wieder ein Wheelie. Nein, ich muss das immer wieder neu auswählen. Okay, perfekt. Kann man halt auch machen. Aber wenn wir uns hier mal umschauen, wir können das mit jedem Motorrad machen und sogar mit einem Quad. Ich weiß nicht, ob es mit dem hier geht, aber es sollte funktionieren, wenn ich hier drauf drücke. Zack, let's go. Und dann seht ihr, sind wir mit einem Quad unterwegs. Das heißt, mit 4 Rädern und beziehungsweise mit 2 Rädern eigentlich, wenn man sich das alles so anschaut. Damit sind wir jetzt auf jeden Fall auch schon hier, wo wir uns jetzt unseren Skin aussuchen können. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach den hier für die erste Runde. Und ich hoffe, dass A-Ray nicht herausfinden wird, wer ich bin. Und ich habe mich jetzt perfekt im Krankenhaus positioniert, Leute. Bedeutet, jetzt darf der gute alte A-Ray reinkommen und anfangen, mich zu suchen. Natürlich komme ich rein. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein Schwert und eine Laserpistole. Und damit suche ich dich jetzt. Das kannst du mir glauben. Bin mal gespannt, ob du mich überhaupt finden wirst, weil du bist ja so ein riesiger Noob in jedem Spiel, glaube ich. Warte mal, was soll das denn jetzt auf einmal heißen? Das denkst auch nur du. Ich werde heute gewinnen, mit Ansage sogar. Ja, das ist eine gute Idee. Lasst einfach mal ein Like auf dem Video da, wenn ihr denkt, dass AA Poops gewinnen, verlieren. AA Poops, was geht? Was geht? Wo bist du eigentlich? Also erstmal, ich muss noch was sagen, was ist sehr, sehr schwer. Und zwar, jedes einzelne Zimmer hat eine verschlossene Tür, also eine verschlossene Gardine. Das heißt, man kann nicht reinschauen. Man muss erstmal reinlaufen, um zu sehen, was drinnen abgeht. Ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo du bist, weil ich habe dich noch kein einziges Mal gesehen. Warte mal, noch kein einziges Mal. Das heißt, wahrscheinlich bist du... Okay, ich habe dich gesehen, ja. Warte mal, du bist... Ich glaube, das ist wirklich hier drin. Das könnte sogar sein. Vielleicht bin ich auch überall und nirgendwo. Das wäre noch wahrscheinlicher. Oh Mann, warte mal. Also bis jetzt rennt noch keiner irgendwie komisch rum, habe ich so das Gefühl. Weil ich es halt einfach zu gut mache. Ich bin halt der Profi. Ja, wer aber komisch rennt, ist dieser Coreblox hier. Ganz genau. Warte mal. Der rennt voll komisch. Bist das du? Nein. Na toll, ich habe mich gerade schon gefreut. Ich dachte, das wärst du. Oh Mann, hey. Nein, natürlich nicht. Ich sehe dich auf jeden Fall. Ja, das glaube ich dir. Bei einer von den beiden Dinos könntest du auch sein. Bitte der hier. Wie kommst du darauf, dass ich ein Dino bin? Ja, okay. Der bist du doch nicht, weil der rennt ein bisschen komisch rum, diese Koblock. Weil dein Dino war gerade irgendwie ganz da oben und da kommt man eigentlich gar nicht drauf. Ja, vielleicht hat der ein bisschen gehackt, glaubst du auch? Oh Mann, nee, das ist so schwer. Ich habe gerade keine Ahnung, wer du sein könntest. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben? Nein, auf gar keinen Fall. Hä? Wo denkst du, wir sind hier bei Wünsch dir was oder was? Ja, kann auch sein. Vielleicht hast du mir helfen können oder so. Ja, gut, dann eben nicht. Warte mal, der hier ist irgendwie auch komisch. Ich springe mal, Mario. Ich soll springen? Ja, spring einfach mal. Bin gesprungen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wahrscheinlich bist du hier irgendwo. Ich habe dich nicht mal gesehen. Ja, ich bin extra weggelaufen von dir. Hast du schon mal daran gedacht? Oh Mann, nee, das habe ich nicht. Daran habe ich nicht gedacht. Wer hier? Ich glaube, ehrlich gesagt, du bist diese Pommes. Mal schauen, was hast du? Wo bist du? Och Mann, nee, das machst du auch nicht. Hey, wie blöd ist das denn? Oha, wie viele Pommes jetzt hier aber in diesem Zimmer sind? Jetzt, wo du das mit Pommes erwähnt hast, jetzt sind hier übelst viele, oder? Warte mal, wo sind viele Pommes? Ich sehe das nicht. Mario. Ja? Was willst du mir hier sagen, mit hier sind viele Pommes? Weiß ich doch nicht. Aber warte, musst du nicht jetzt einen Tipp von mir bekommen, wo ich mich befinde? Ich habe 2 gekillt. Du hast 2 gekillt, also muss ich dir einen Tipp geben, wo ich bin? Und, ja, okay, dann sag mal. Ja, also sagen wir einfach mal, hier sind viele Pommes. Also ich weiß auch nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich sehe dich auch ganz genau so und keine Ahnung. Ich sehe nicht ganz genau. Also einer von den dreien bist du anscheinend. Oder bist du überhaupt eine Pommes? Ich weiß es nicht, aber auch Mann. Nee, das... Oh Mann, ey, das ist so schwer. Ja, um rauszufinden, wer ich bin, müsstest du eventuell... Ist der gerade gesprintet, diese Pommes hier? Was hast du? Wer ist gesprintet? Pommes, die ist gerade voll schnell gelaufen irgendwie. Hast du gerade jemanden getötet? Ja. Nee, das war nicht. Das heißt, es ist jetzt schon 3 getötet? Ja, sag mal, wer du bist, ey. Oh mein Gott, ich bin auf jeden Fall... Ja, konntest du auf jeden Fall nicht so falsch liegen. Ich bin auf jeden Fall eine Pommes. Und du hast gesagt, du weißt nicht, wo ich bin. Das heißt, entweder bist du diese Pommes hier. Hallo Pommes, was geht? Ja. Warum wurdest du so still auf einmal? Einfach nur so. Ist mir mal was sagen. Nein, auf jeden Fall. Ja, ich bleib stehen jetzt. Spring mal. Bin gesprungen.
Okay, du bist keiner von den beiden. Na gut. Hä, du bist weggerannt von mir. Ajo, ja, kannst du dir vielleicht mal was sagen? Bist du vorhin auf jeden Fall weggerannt von mir? Irgendwie, ich hab das Gefühl, das bist du. Ich bin also, mir also sicher. Wenn ich das wirklich wäre, würde ich so auffällig rumlaufen, ey, Pups. Ja, irgendwie schon. Ja, dann probier's doch aus. Mario, ich tu's, okay. Okay, mach, mach, let's go. Oh, oh, oh. Nein, das war nicht ich. Warte mal, dann sprich mir die ganze Zeit. Ich will dich selber. Ach, hier bist du. Hä, du hast noch einen Versuch, glaube ich, oder? Na gut, das nehme ich gerne mit. Okay, dann habe ich noch einen Versuch. Das bist du, das musst du sein. Bist es du? Wo bist du? Nicht dein Ernst. Ja, sag mal, wo du bist. Ernst, oder? Was geht ab, ey, Pups? Hi. Oh mein also, Gott, bist du ein Supermann. Ich hab den falschen gekillt. 1-0 für mich, würde ich sagen. Aber alles gut, jetzt werde ich hier mal ein bisschen warten und du bist dran, um dich zu verstecken. Los geht's. Na gut, dann suche ich mal meinen Skin aus. Die Frage ist, welchen nehme ich? Diesen gut aussehenden Typen hier mit IAA auf dem Kopf oder diese Pommes oder diesen Magma-Typen? Ich glaube aber, ich nehme eher diesen hier und dann würde ich sagen... Ich versteck mich einmal. Ich würde sagen, ich bin versteckt und Mario, du kannst kommen. Let's go. Let's go. Ich bin auch schon bereit, um hier einfach mal loszulegen. Und ich bin auch schon im Krankenhaus. Okay, okay, okay. Jetzt geht es darum, dass wir herausfinden, wer sich von diesen Leuten hier sus verhält. Hier ist schon einer, der ziemlich sus ist und ziemlich schnell sich bewegt. Und zwar genau der hier, der kleine Coreblocks-Mensch. Hä, warum bewegt er sich so viel? Ja, nee, danke, ihn doch am besten. Ja, schnetzel ihn mal weg am besten. Ja, mache ich auch echt. Ich schnetzel ihn echt weg. Let's go, ich habe ihn ja, weggeschnetzelt, Glück, das warst du nicht. Okay, damit habe ich auf jeden Fall jetzt schon einen weggeschnetzelt. Okay, aber ich muss trotzdem jetzt mal ein bisschen gucken. Hä? Warte mal. Hä? Aber, warte mal, können sich... Okay, die können sich hinlegen. Okay, ich dachte schon... Okay, okay, okay. Ich fand das ein bisschen sass, dass hier auf einmal jemand auf dem Bett liegt. Hä? Guck dir das mal an. Die liegen alle auf Betten. Ja, ich hab's gesehen gerade. Ich war bei dir im Raum drinnen. Achso, dann bist du also doch dieser Toilettenkopf hier, oder? Nö. Aha, aha. Bist du sicher? Sag ich dir doch nicht. Was denkst du denn? Hä? Spring mal? Oh mein Gott, das musst du sein. Ich sag, das bist du. Nein, das warst du nicht. Nee, okay, ich bin gesprungen. Du bist gesprungen? Ja, aber ich habe mich gut versteckt. Mhm, habe ich gemerkt. Okay. Ja, jedenfalls habe ich ja zwei getötet. Das heißt, du musst mir jetzt sagen, wo du bist. Also, warte mal, ich muss kurz gucken. Im vorderen Teil, im hinteren Teil. In blauen Räumen. Okay, ja, okay, okay, okay. Einer dieser blauen Räume. Das heißt, du musst eigentlich in... Wem hier sein, glaube ich. Bin mir jetzt nicht so sicher. Wer versteckt sich? Gott. Also ich verstecke mich natürlich. Ach so, ja, 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 ja. Okay, ich merke schon. Aber kannst du mich gerade sehen? Ja. Okay. hast du deine Position schon so krass verändert so? Also bist du jetzt schon wieder weggerannt? Weil der hier ist schon ziemlich schnell gelaufen, würde ich sagen. der hier ist auch... Hä? Ich hab den nicht getötet. Der ist von allein umgefallen. Ich glaube, das stört mir auch ein bisschen Damage, wenn du es in die Hand nimmst. Also der war ich jetzt nicht. Ja, wow. Aber den wollte ich nicht töten. Aber gut, egal. Jetzt habe ich drei getötet. Ich bin schnell weggelaufen. Ja, auf jeden Fall. Du musst mir sagen, wer du bist. Ein Dino. Aha, dann warst du doch einer dieser Dinos. Die waren auch schon ziemlich sass unterwegs, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ja. Okay, sehr interessant. Ja, ganz genau. Okay, okay, okay. Okay, das heißt, du bist einer der Dinos. Du bist irgendwo bei den Vorhängen, obwohl das wahrscheinlich nicht mehr aktuell ist. Du, nee, jetzt nicht mehr. Oh Mann, ey. Ja. Ah, hier sind zwei von diesen Dinos. Ich denke, du bist keiner von diesen Dinos. Oh mein Gott, warum ist es hier so hell? Aber vielleicht bist du das hier, oder? Kann das sein? Oder der hier? Ich glaube, du bist der hier tatsächlich. Warte mal, bist du gerade weggelaufen? Oh mein Gott. Das kann sein. Bist du der hier? Ja. Oh Mann, hör auf, Mann. Okay, warte, ich habe jetzt eine bessere Idee, was ich jetzt mache. Aha. Ja, was machst du? Ja, ich töte den hier. Nein, ja, let's go. Oh mein Mann, Gott. Ey. Ich habe gesehen, wie du mir hinterhergelaufen bist. Ja, das war meine Taktik einfach. Oh mein Gott, bist du ein Noob. Ja, weißt du, was das heißt? Das heißt, 2-0 für mich, weil ich halt einfach der Profi bin, würde ich sagen. Nee, dann müssen wir schon die nächste Runde spielen. Let's go. Und der zweite Ort ist das Motel, der Flughafen und Broke Steiner. Okay, dafür darf ich mir jetzt das zweite Mal meinen Skin aussuchen. Diesmal für dieses wunderschöne Diner, wie ihr das gerade gesehen habt. Ich würde sagen, ich entscheide mich für diesen wunderschönen Charakter hier hinten. Ja, wie findet ihr den? Sehe ich gut aus, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir verstecken uns einfach jetzt. Okay, Leute, ich habe mich jetzt versteckt. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall gut dabei. Vielleicht wirst du nicht mehr gut dabei sein, weil ich dich finden werde. Das heißt, ich fange auch schon direkt an.
Ja. Wo könntest du sein? Ja, weiß ich jetzt nicht so genau, wo ich sein könnte, aber auf jeden Fall bin ich da, ja? Also ich sehe dich auf jeden Fall nicht, oder doch, warte mal, bist du das da hinten? Nee, bin ich mir nicht so sicher. Ja, also ich muss schon sagen, der Bereich ist echt groß, diese ganze schwarze Fläche, da können wir uns verstecken oder suchen zumindest. Auch im Brook Steiner drinnen. Warte mal. Ich glaube, NPCs können nicht diese Türen hier öffnen. Das heißt... was heißt das? Das wäre gar nicht gut. Wer von den beiden musst du sein? Ist es du? Hast du jemanden getötet? Nein, wer da liegt, das war ich nicht. ja, doch hab ich. Oh Mann, ey. Ja, das war ich nicht. Das heißt, du hast mich nicht gesehen. Also bist du hier irgendwo anscheinend? Also, das hast du nicht gefragt, ob ich dich gesehen habe. Aber ich konnte es mir erschließen, weil du hast nachgefragt, ob ich angekillt habe. Also ja. Musst du irgendwo hier sein. Ja, aber vielleicht war ich mir einfach nur nicht sicher und ich habe nicht gesehen, dass deine Leiche auf dem Boden lag. Nein, jetzt trollst du mich, aber da bin ich mir sicher. Schau mal hier rein. Okay, wenn du das so denkst, auf jeden Fall, um dir deine Frage zu beantworten. Ja, ich habe dich tatsächlich gesehen, aber ich sehe dich jetzt gerade nicht mehr. Mario, das ist nicht dein Ernst, oder? Nicht du warst dieser Dino. Warte mal. Woher weißt du jetzt, woher denkst du, dass du weißt, dass ich ein Dino bin? Weil da noch ein Dino neben mir saß, um genau zu sein, der hier. Ja. Und der ist tot, oder? Das warst du nicht anscheinend. Nee, das war ich nicht. Und diese Dino hier? Hä, wieso denkst du das? Ich muss einen Tipp geben. Wo bist du? Ich bin irgendwo, also, Brook Steiner war schon nicht so falsch. Sagen wir es einfach mal so. Also, bist du bei Brook Steiner? Berührst du das? Ob ich das berühre? Ja. Also, berühren jetzt direkt nicht. Mario? Ja. Willst du mir was sagen? Nein. Irgendwie, ich glaube, das musst du sein. Was hast du? Hast du jemanden getötet? Irgendwie, das rede ich gerade so, weil diese Pommes ist so auffällig runter und rauf gelaufen, als du geredet hast. Diese Pommes? Ja. Oh mein Gott, bist du ein Noob, aber. Und der Dino, den ich im Auge hatte, der ist auch weg. Aber warte, das heißt, du hast 3 Leute getötet jetzt? Ja, stimmt. Weißt du, was das heißt? Zur Zeit für deinen zweiten Tipp, und zwar... Ich bin ein Hotdog. Ich habe einen Hotdog vorher gesehen. Da war einer hier irgendwo. Ganz genau hier. Das habe ich gesehen vorher. Mhm. Ich sehe dich nicht mal. Ja, wahrscheinlich, weil du das hier bist. Aha. Hast du jemanden getötet? Mario, wie kannst du sagen, ich sehe dich, dann kill ich einen genau da, wo du mich siehst und dann sagst du, hast einen gekillt? Ja, stimmt, du hast eigentlich recht. Aber du hast nicht mich getötet, auf jeden Fall. Du Noob. Ja, toll. Du bist in diesem Gebüsch. Woher weißt du das? Aber wenn du gerne willst, springe ich mal. Ich bin gesprungen. Hä? Und du hast mich sogar angeschaut. Oh mein Gott, du Noob. Du bist so ein Noob. Weiß ich nicht. Es gibt viele Hotdogs hier auf der Map, muss ich sagen, ja? Ja, das stimmt allerdings. So der bist du nicht, würde ich mal sagen. Würdest du sagen... ja, dafür müsste ich dich sehen, um mitzukommen. Richtest du jetzt die Pistole auf mich, oder was? LOL! Hä? Wie sass ist der denn rumgelaufen? Oh mein Gott! Okay, das ist doch nicht. Der ist so sass im Kreis um dich rumgelaufen. Ich gehe dir jetzt einfach, ist mir egal. Let's go! Und das war nicht ich, ja? Guck mal hinter dich. Wer warst du? Ja, stopp. Was geht ab, Mann? Hey, Mario, komm her. Hey, Mann, so viele Hotdogs hier. Guck hier mal. Also, wir picken einfach wieder da. So, nö. Das wird wieder ein cooles Video mit dir, ja? Danke, ich weiß. Okay, ja, das war eigentlich ironisch gemeint. Aber ist ja auch egal. Kommen wir einfach mal zur ersten Sache, die mit der Zeit einfach in Vergessenheit geraten ist. Was schreibt er? Ich bin mir sicher, dass du hast mich vergessen. Ich hab dich doch nicht vergessen. Ich erinnere mich immer an diese Qualen. Oder wie du mich einfach aus meinem eigenen Roblox-Haus gebannt hast. Aber das war schon nicht schön, ja? Ja, weißt du? Willst du jetzt mal anfangen? Was redest du? Du hast mich doch unterbrochen. Okay, egal. Leute, wisst ihr was? Wir fangen jetzt einfach an. Der Bacon ist mir komplett egal. Haha, Mayo stinkt. Ja, danke schön auf jeden Fall. Nämlich kommen wir jetzt einfach mal zur ersten Sache. Dafür brauchen wir jetzt mal ganz kurz dieses Menü hier und müssen uns ein Item wie zum Beispiel dieses wunderschöne Handy hier nehmen. Nämlich, wenn ihr ganz, ganz genau schaut, dann werdet ihr hier links dieses Symbol hier sehen. Okay, was geht denn da jetzt ab? Und nehmen wir an, der Bacon hier hinten, der ist jetzt irgendwie Polizist oder sowas. Und dieser muss sich jetzt nur irgendwie diesen Job holen, damit er wirklich als Polizist in Brookhaven anerkannt wird. Bedeutet, er muss hier hingehen und auf diesen Knopf hier hinten drücken, damit er Polizist ist. Und wie ihr seht, hat er das auf jeden Fall gemacht. Das seht ihr an diesem wunderschönen Symbol hier oben. Warte, was schreibt der? Habe ich jetzt mein eigenes Polizeiauto? Nein, du hast kein Polizeiauto. Was redest du? Sagen wir haben jetzt einige Probleme. Auf einmal brennt mein Auto, die Räder fallen ab oder sonst was und ich habe einen kleinen Unfall gebaut. Dann bin ich hier, oh nein, was ist los? Und dann drücken wir hinten auf das Handy und können hier drauf drücken, zack.
und dann Anruf verbunden, Ort geteilt. Und der Bacon Skin wird das dann jetzt sehen und er wird einfach zu mir kommen. Du bist echt der wahre Bacon. Ja, manchmal glaube ich das auch. Aber was redest du? Natürlich bin ich kein Bacon, Mann. Ich bin der Beste. Ich bin Mario. Also nehmen wir jetzt mal an, der Bacon hätte jetzt einen Unfall gebaut und ich gehe jetzt hier rein und ich bin irgendwie Polizist. Und ich sitze hier, ich arbeite ein bisschen. Auf einmal werde ich angerufen. Hier komische Geräusche, sowas wie ein eingehender Anruf oder so. Und ihr werdet dann sehen, da hinten ist dieses komische Handy-Symbol und dort können wir jetzt hingehen, wenn wir Polizist sind und wir sehen das halt auch. Bedeutet, wir können einfach sehen, wo uns jemand angerufen hat. Einfach ein funktionierendes Handy. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch dieses Update einfach vergessen haben und sich gerade erst wieder daran erinnert haben. Ich habe das Update auch vergessen, schreibt der kleine Baconkopf. Ja, das ist normal, weil irgendwie jeder hat das vergessen. Das war für die erste Sache. Aber Bacon, bist du bereit, um das zweite vergessene Update in Brookhaven zu sehen? Und mal gucken, ob du das auch vergessen hast, Bacon. Natürlich, zeig her. Wann kommt dein Update, wo du gelöscht wirst? Na toll, danke. Danke, Bacon, dass du immer so voll auf meiner Seite bist, ja? Für das nächste Update müssen wir uns auf jeden Fall mal hier zu irgendeinem Haus teleportieren. Wir spawnen einfach mal das neue Haus, was, ja, frech mit dem letzten Update auf jeden Fall dazugekommen ist und gehen hier einfach mal nach unten, weil ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man hier nach unten geht, dass man hier irgendwo an irgendeiner Wand, warte, ja, da hinten die Möglichkeit hat, hier auf dieses Disaster-Pack-Dings zu klicken. Und ich werde damit jetzt einfach mal nach oben gehen und wenn ich da nach und nach einfach irgendwas aktiviere, wie zum Beispiel Stromausfall, da sind alle Lichter aus, also alles ist dann einfach dunkel hier in diesem Haus, wenn ihr euch das anschaut. Oh mein Gott, das sieht echt traurig aus und da oben sieht man auch, dass der Strom irgendwie kaputt ist. Und warte mal, warum steht da eigentlich Ausländer? Was geht ab? Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut übersetzt, Leute. Aber Leute, wir aktivieren einfach mal alles, würde ich sagen, damit wir auch sehen, was hier irgendwie alles macht. Das ist irgendwie ein UFO, ein Windtornado oder sowas kommt auf jeden Fall hier rein. Ich kann mir hier anschauen, wie irgendjemand hier rumschießt. Warte mal, wer schießt denn hier rum? Hallo? Oh mein Gott, da unten brennt ja alles und explodiert alles. Also Leute, ich glaube, ihr seht auf jeden Fall, was das hier ist. Was geht hier ab? Und dann ist ja auch ein Geist. Ich habe mich gerade so erschrocken von dir, du Geistmann. Okay, egal, Leute. Wir gehen jetzt einfach mal ganz entspannt wieder nach oben. Warte mal, wo geht's hier überhaupt nach oben? Naja, egal. Jedenfalls dieses Disaster-Pass-Pack, keine Ahnung, ist auf jeden Fall auch eine Sache, die, keine Ahnung, wahrscheinlich nie benutzt wird. Ich meine, wer benutzt das? Ich weiß, dass viele Leute von euch auf jeden Fall dieses andere Pack benutzen, womit man das Haus in Flammen setzen kann. Dazu muss ich aber auch sagen, dass dieses Disaster-Pack natürlich auch irgendwie, naja, sowas wie ein Game Pass ist und dieses Feuer ist doch auch eigentlich ein Game Pass. Aber ich würde sagen, dieses Disaster-Pack wird auf jeden Fall sehr, sehr wenig genutzt, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das benutzt, beziehungsweise wann ihr das letzte Mal benutzt habt. Der Bacon schreibt, oha, stimmt. Hä, jetzt auf einmal ist der voll auf meiner Seite. Keine Ahnung, was abgeht. Ich habe vergessen, du stinkst. Okay, wollte ich gerade irgendwie was sagen, dass er ein bisschen auf meiner Seite ist und sich ein bisschen für mich freut, aber nein, das stimmt natürlich nicht. Natürlich muss er wieder irgendwas sagen, dass ich stinke oder so. Egal, Leute, wir können jetzt das Haus erstmal ganz entspannt löschen. Wir brauchen das jetzt nicht mehr. Weil, Bacon, wir kommen jetzt auf jeden Fall zur nächsten Sache, die es auf jeden Fall hier gibt, die auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ich persönlich habe ich sogar vor kurzem noch in einem Video benutzt, aber ich weiß halt nicht, ob ihr das so benutzt. Das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Aber bevor ich es auf jeden Fall in diesem Video benutzt habe, habe ich es irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7 Monate vergessen. Nämlich, Leute, es gibt ja Theme Packs. Ja, ist ja auch ein bisschen normal und so. Aber wer benutzt diese Theme Packs? Man kann zum Beispiel Brookhaven halt ganz anders aussehen lassen. Und auf einmal ist Brookhaven so, keine Ahnung, so lila oder sowas. Oder Brookhaven sieht auf einmal aus wie, naja, China oder sowas. Sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Aber Leute, um ehrlich zu sein, benutzt ihr diese Theme Packs eigentlich? Es gibt bestimmt viele Leute, die auf öffentlichen Servern sind und diese Theme Packs überhaupt gar nicht benutzen. Vor allem, weil da auch wieder ein Game Pass ist. Und ich glaube, der Game Pass ist sogar gar nicht mal so, naja, billig. Aber auch auf jeden Fall eine interessante Sache. Warte mal. Fast so billig wie du. Oh mein Gott. Bitte, hör auf, ja? Du nervst. Leute, findet ihr Bacon lustig? Also, ich persönlich, ich mag den Bacon nicht mehr. Ja, okay, Bacon. Ich dachte irgendwie, wir sind befreundet oder so, aber scheinbar nicht. Aber gut, ist ja auch egal, Leute. Beruhigen wir uns einfach mal ganz entspannt. Jetzt kommt wieder eine Sache, die ich persönlich noch nie benutzt habe, außer als ich das Update gezeigt habe. Und ich bin mir relativ sicher, dass es bei euch genauso ist. Nämlich, Leute, ihr habt ja die Möglichkeit, so, naja, wenn wir hier in den Rucksack gehen, so eine Art hier, so einen kleinen Kinderwagen zu nehmen, ja? Und man kann irgendwie diesen Kinderwagen hier über diese Einstellung irgendwie, naja, wenn man den wieder rausnimmt, zack, dann ist er auf einmal blau oder dann ist er auf einmal wieder pink, meine ich natürlich, und dann wieder blau und dann wieder pink. Also man kann das hier auswählen oder man kann hier auch einfach das Baby komplett wegmachen. Da hat man nur so einen Einkaufswagen, Kinderwagen, keine Ahnung. Jedenfalls, wer benutzt das, dass man das irgendwie blau machen kann oder pink machen kann? Ich glaube, niemand benutzt das, als dieses Update rauskam. Leute, ich habe keine Ahnung, das war irgendwie gar nicht mal so interessant, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt noch eine zweite Sache, die noch mit dazugehört irgendwie, keine Ahnung. Nämlich hier hinten in diesem Menü kann man nämlich einfach so Babys spawnen, also nicht Babys, sondern Kinder, die einen verfolgen und das sind dann so, keine Ahnung, irgendwie eure Kinder oder so. Wir können zum Beispiel sagen, dieses Kind heißt jetzt einfach Peter. Warte mal, du bist weiblich und du heißt Peter. Oh, ich habe den Namen irgendwie ein bisschen falsch gemacht. Wer benutzt das, dass man irgendwie Kinder in Brookhaven hat? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da macht sich einfach irgendwer von euren Freunden als Baby oder Kind oder sonst
sonst irgendwas, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich persönlich benutze das nicht und ich finde das auch eigentlich ein sehr unnötiges Update und irgendwie habe ich das auch komplett vergessen, dass es existiert. Sogar der Bacon-Schein-Pad, das gibt's echt. Natürlich gibt's das, ey. Ich glaube, so, ich lüge hier meine Zuschauer an oder sowas. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall Sachen, die relativ interessant sind und die, keine Ahnung, ich habe die ehrlich gesagt noch nie benutzt. Keine Ahnung, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal benutzt habt. Jedenfalls kommen wir jetzt zur letzten Sache, die auch so eine Sache ist, wo ich mir denke, so, okay, irgendwie wird das auch nicht benutzt. Irgendwann mit irgendeinem Update kam auf jeden Fall dieses Autohaus, nee, Autoshop mit dazu. Und hier in diesem Autoshop kann man wirklich gar nichts machen. Man kann hier irgendwie nicht arbeiten oder so. Man kann hier nichts machen. Das Einzige, was man vielleicht machen kann, ist, man kann hier auf diesem Motorrad steigen. Man kann nicht damit fahren. Gar nichts kann man damit machen. Man kann wirklich nichts hier in diesem Shop machen. Also man kann gar nichts machen. Doch, man kann hier drauf drücken und schreiben, abonniert Mayo. Ja, genau, das kann man darauf schreiben. Aber das war's auch schon. Hier kann man, glaube ich, auch noch Autos irgendwie hochheben. Aber wen interessiert das, Leute? Wen interessiert das? Ich meine, ich glaube, es gibt niemanden, der das hier benutzt. Das ist auch ein bisschen älter. Aber es gibt halt auch da nichts zu tun. Damals war da auf jeden Fall mal eine kleine Hackerbase drin. Versteckt so, wo man irgendwie auf einen Besen drücken musste. Und ich weiß nicht, warum sie das entfernt haben. Weil ohne Witz, Leute, das war irgendwie richtig cool. Und ihr wisst, gibt es ja in diesem komischen Lagerhaus auch, wenn man hier nach unten geht, so zack, bababa. Genau, dieses Logo und hier ein bisschen dies, das. Genau, nämlich so ein Raum in der Art, ein bisschen anders noch. Aber auch mit diesem Symbol, ja, gab es damals unter dem Autoshop. Keine Ahnung, ob ihr euch daran erinnern könnt. Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, das ist überhaupt das unnötigste Update, dass es überhaupt da hinten existiert. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie eine Ahnung habt, was man da hinten machen kann, außer halt Autos hochheben. Ich glaube, niemand benutzt das in Brookhaven. Aber gut, ist ja auch unwichtig. Aber Leute, ich würde trotzdem sagen, das war es jetzt mal für dieses Video. Lasst unbedingt einen Daumen hoch, wenn ihr diesen Kanal habt. Keine Ahnung, wenn ihr uns zu verpassen. Auf der rechten Seite könnt ihr jetzt die letzten Videos abchecken. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, irgendwie so auf diesem runden Symbol. Ihr wisst, was ich meine. Joint auf jeden Fall meinen Discord-Server, um mir zu schreiben. Joint in meine Roblox-Gruppe, um meinen freshen Merch zu kaufen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao. Wie ihr wisst, gibt es ja seit neuestem in Roblox jetzt dieses neue Roblox-Hand-Event, was extra für Ostern ist. Und wie ihr wisst, soll das hier das Oster-Update sein. Erkennt man ja irgendwie an dem Ostereier suchen. Und zusätzlich auch noch hier an diesem Ei, was auf der Polizeistation drauf ist, was man irgendwie fliegen kann oder sowas. Aber wenn ihr hier mal ein bisschen hinguckt, dann seht ihr hier die Hand. Hier steht auch die Hand und hier hinten irgendwo sollte auch die Hand stehen. Und es zeigt sogar vom Plakat weg in diese Richtung. Und warte mal, was ist das hier? Um die Roblox-Ostereiersuche fertigzustellen, musst du 20 Roblox-Eier finden. Okay. Okay. Genau, Leute, weil man hat hier einfach die Möglichkeit, jetzt drauf zu klicken. Und dann beginnt einfach eine weitere Ostereierjagd. Und wenn ihr euch die ganze Roblox Brookhaven Map jetzt anguckt, seht ihr, das ist einfach eine rote Mauer rundherum. Genauso, als wärt ihr aus eurem Haus gebannt worden. Und unser Ziel ist es jetzt, diese Roblox-Eier hier zu finden, die an den verschiedensten Stellen im ganzen Spiel einfach versteckt sind. Weil das ist der erste Schritt, den wir erledigen müssen, um ein fliegendes Auto in Roblox Brookhaven zu bekommen. Bedeutet, wir sammeln jetzt erstmal alle Eier auf und ich werde euch kurz zeigen, wo die alle sind. Hier ist natürlich ein Ei, dann kann man hier auf der Seite einfach weitergehen. Hier hinten beim Kino ist natürlich das nächste Ei, was wir jetzt einfach einsammeln können. Und das tun wir auch. Blub, let's go. Dann gibt es sofort hier hinten noch ein weiteres Ei, was wir auch aufsammeln. Und wir haben ja schon einige Eier vorhin gesehen. Zum Beispiel das da hinten auf der Rutsche. Und generell überall, wo man hinguckt, zack, haben wir das nächste Ei. Sind halt Eier versteckt. Dass es irgendwie gar nicht schwer ist, die zu finden, bedeutet, ich bin jetzt schon bei 6 von 20 Eiern. Das hier oben sammeln wir natürlich auch dann nochmal ganz schnell auf, weil das haben wir ja auch schon vorhin gesehen. Ich glaube, es ist am besten, wenn man sich irgendwie so eine Art Skateboard oder sowas nimmt, so einfach so zack, let's go. Natürlich, wenn man den Pass hat, dann kann man das Ganze viel einfacher sammeln. Zack, da haben wir auch schon das nächste Ei. Jetzt gehen wir aber als nächstes einfach mal auf die andere Seite von Brookhaven und gucken uns an, wo die nächsten Eier versteckt sind, wie zum Beispiel das hier ist hier hinten versteckt. Auf der oberen Seite ist sofort das nächste Ei versteckt. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die Eier halt innerhalb dieser roten Wand sind. Man kann es da durchgehen irgendwie. Nicht so wie bei den gebannten Häusern. Aber im Großen und Ganzen sind die Eier halt einfach hier drin versteckt. Und da haben wir auch ein weiteres gefunden. Hier hinten ist noch eins. Und dann hier sofort noch eins. Einfach drei Stück nebeneinander. Also eigentlich gar nicht mal so schwer zu finden. Hier ist noch ein viertes. Da hinten sehe ich sogar noch ein fünftes und ein sechstes, siebtes. Oh mein Gott. Hier ist noch eins. Let's go. Da ist noch eins. Da bei der Schule gibt es einfach auch noch eins. Und das hier oben müssen wir auch noch kurz einsammeln. Blub, let's go. Also fehlen uns jetzt einfach nur noch zwei Stück. Hier hinten ist auf jeden Fall auch noch ein weiteres. Jetzt müssen wir nur noch ein einziges Ei finden. Die Frage ist nur, wo ist dieses Ei? Aber das letzte Ei zu finden ist irgendwie immer am schwierigsten. Also jetzt mal ohne Witz, Leute. Ich habe einfach keine Ahnung, wo das Ganze... Warte mal. Ein Bacon-Skin ist da oben. Ey, was machst du da? Er schreibt einfach, bin ich der Bacon-Skin oder du? Hä? Warte mal, was willst du mir damit sagen? Du kannst nicht einmal alle Ostereier finden. Warte mal, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich viel besser Ostereier finde als du. Ja, halt außer dieses eine letzte Ei. Ja, das fehlt mir irgendwie. Ach, wirklich?
Dann komm mal mit. Also muss ich jetzt irgendwie verstehen, was der mir zeigen möchte? Naja, keine Ahnung, aber lass sie mal, warte mal, schnell, du Noob. Warte mal, ich bin kein Noob und vor allem, du bist doch der Bacon-Skin von uns beiden. Er schreibt, ich weiß, wo das letzte Osterei ist. Warte mal, er weiß wirklich, wo das letzte Osterei ist. Kannst du mir es eventuell zeigen, bitte? Aber woher sollte er wissen, wo das letzte Osterei ist? Naja, egal, Leute, wir haben ja nichts zu verlieren, also gehen wir einfach mal zu den... Oh, hier ist es. Also war ich tatsächlich so ein Noob und habe das Ei hier einfach nicht gefunden. Oh mein Gott, das ist ja schon fast ein bisschen peinlich, würde ich sagen. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir haben ein Abzeichen bekommen, nämlich von diesem Roblox-Eierjagd-Event. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr Roblox-Eierjagd beendet. Wir haben Fahrzeug freigeschaltet. Genau, weil wir haben jetzt dieses wundervolle Fahrzeug freigeschaltet. Richtig, richtig cool sieht das aus. Oder irgendwas in diese Richtung. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Aber ja, das ist das neue Auto. Das Auto, was wir benutzen müssen, um zu fliegen. Das Auto. Das Auto ist fast so hässlich wie du. Hehe. Moment mal, Leute. Meint ihr das gerade ernst oder... warte mal. Der war doch gerade hier. Wo ist er jetzt? Naja, egal. Also das Auto an sich ist natürlich richtig cool, wenn man das hier alles richtig einstellt. Und man kann es auch richtig schnell machen. Und es sieht richtig cool aus. Oh mein Gott. Weil das auch irgendwie schon über dem Boden fliegt. Aber Leute, keine Sorge. Das ist nicht, was ich mit fliegendem Auto meine. Hier ist auf jeden Fall ein kleines Short, was ich vorbereitet habe. Sie geht auf jeden Fall zum Motel und holt sich Zimmer 1. Okay, sehr interessant. Dann irgendwie, glaube ich, stellt sie auf eine perfekte Position dieses Auto. Dann läuft sie in Richtung Flugzeug. Okay, alles klar. Und was macht sie dann im Flugzeug? Okay, im Flugzeug drückt sie dann da hinten auf Parachute. Okay, damit man so eine Art Fallschirm oder sowas bekommt. Dann lässt sie sich runterfallen, teleportiert sich zurück zum Haus, setzt sich ins Auto und auf einmal hat sie einen Fallschirm und das Auto fliegt oder was? Oha, sieht das krass aus. Und das Ganze werden wir jetzt versuchen mit diesem wunderschönen neuen Roblox Brookhaven Auto. Warte, oh mein Gott, das Auto ist bei mir viel zu schnell. Warte, wir werden das einfach jetzt mal genau hier hinparken. Das ist ungefähr da, wo sie es hingeparkt hat. Da müssen wir uns hier hinten ein kleines Zimmer holen. Also einfach das erste Zimmer hier, ja, sieht wunderschön aus, aber das brauchen wir an sich nicht. Dann laufen wir sofort daneben in Richtung Flughafen, ganz entspannt. Und dann müssen wir in Richtung Flugzeug gehen, damit wir da einen Fallschirm uns nehmen können. Und dann müssen wir erstmal dieses Menü hier öffnen, damit ich mich sofort zum Haus teleportieren kann. Das geht einfach, indem man da auf diesen Knopf da drückt. Okay, ich würde sagen, wir klicken da drauf. Let's go. Okay, okay, okay. Zack. Ich habe mein Haus gelöscht. Ja, Leute, das hat eventuell nicht so gut funktioniert. Okay, Leute, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Let's go. Wir öffnen das Menü, drücken auf den Fallschirm und teleportieren uns sofort zum Haus. Und dann gehen wir so schnell es geht ins Auto. Und ihr seht, dass jetzt funktioniert. Ja, wir haben einen Fallschirm auf jeden Fall. Okay, ich kann hier zum Beispiel nicht mehr weiterfahren. Okay, sehr interessant. Und man sieht auch irgendwie, das Auto steckt im Boden fest. Okay, alles klar. Okay, man kann das aber irgendwie resetten, glaube ich, genau so. Das Ganze fährt auf jeden Fall sehr, sehr komisch und lenkt sich auch mega, mega komisch. Aber was passiert, wenn wir jetzt einfach... Oh mein Gott, ich komme da nicht mal hoch, oder? Ich komme da nicht hoch. Leute, ich habe aber alles auf maximale Geschwindigkeit eingestellt. Let's go. Oh mein Gott, was ist passiert? Warte, wir versuchen... irgendwie sah das voll traurig aus. Okay, Leute, wir versuchen es jetzt nochmal. Let's go. Oh mein Gott, wie enttäuschend. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall mega Profi da drin. Ja, ich weiß, ja, alles gut. Es ist so, als würde das Auto einfach auf dem Boden kleben. Aber Leute, um ehrlich zu sein, mit diesem Auto funktioniert das Ganze gar nicht mal so gut. Aber das ist auf jeden Fall nicht das einzige Auto, wo das Ganze möglich ist. Nämlich, wir können jetzt einfach mal den Easy-Modus anmachen. Das heißt, den einfachen Modus, weil das das Einfachste ist. Und ich würde sagen, wir sammeln hier ganz schnell die Eier. Das geht sowieso ganz schnell innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so kann man das sammeln. Das geht auf jeden Fall mega, mega schnell. Und wir werden einfach das Auto nehmen, was wir von hier bekommen. Also, wie ihr seht, habe ich jetzt schon in dieser kurzen Zeit 7 von diesen Ostereiern aufgesammelt. Hier hinten ist das 9. und hier ist das 10. Let's go. Und wie ihr seht, bekommt ihr da dann dieses kleine Häschen-Auto. Das können wir jetzt einfach spawnen. Dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Und wir werden das Gleiche jetzt nochmal versuchen, nur mit diesem Auto. Okay, ich darf nicht mein Haus löschen, Let's go, teleportieren und ins Auto. Und, hat's funktioniert? Let's go, es hat funktioniert, Leute. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier das Auto, das auch im Boden ist und die Räder sind irgendwie in der Luft. Aber wenn wir jetzt irgendwie die Räder entfernen wollen... So, warte mal, warum ist da immer noch das Rad drin? Okay, Leute, wir haben jetzt alle Räder gelöscht und wie ihr seht, kleben wir am Boden fest. Oh, ich habe das Auto verlassen. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier rausspringen, währenddessen das passiert, dann fällt es einfach durch die Map. Aber Leute, ihr habt es auf jeden Fall gesehen, man kann dann mit diesem Auto sozusagen fliegen. Leider jetzt nicht so krass wie mit diesem Ei hier oder mit dem Helikopter, der eigentlich hier stehen sollte. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Leider kann man bei diesem Auto hier die Räder nicht entfernen, weil der hat irgendwie nicht so wirklich Räder oder der hat solche Stützen oder so. Der fliegt ja schon. Naja, egal. Warte mal. Du bist der wahre Bacon? Warte mal, was schreibst du da, du Bacon-Skin? Du bist doch der Bacon, nicht ich. Er schreibt, bist du sicher? Aber sowas von. Okay, dann lass uns ein Rennen machen. Warte kurz. Wie genau meinst du Rennen? Also sollen wir jetzt einfach ein Auto nehmen und
und dann einfach hier gegenseitig so fahren? Nein, du Bacon. Hä, was denn sonst? Er schreibt, wer findet am schnellsten alle Ostereier auf Medium, also auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad? Natürlich ich, du Noob. Ich habe doch ein Video darüber gemacht. Falls ihr, by the way, alle Eier sehen wollt, wo die versteckt sind, dann schaut gerne auch bei dem anderen Video vorbei. Alle Ostereier finden. Da seht ihr, wo jedes Ei versteckt ist. Also müssen wir jetzt dieses Wettrennen machen, würde ich sagen. Okay, laufen wir zu diesem Plakat und dann machen wir ganz schnell dieses Wettrennen auf Mittel. Bereit, du Bacon? Oha! Ich bin immer noch kein Bacon. Okay, wir machen einen kleinen Deal, okay? Wenn ich gewinne, darfst du mich nie wieder Bacon nennen. Und wenn du gewinnst, dann, dann darf ich dich Bacon nennen? Naja, eigentlich will ich das nicht, aber okay. Naja, du wirst sowieso nicht gewinnen, weil ich bin der bessere Ostereiersucher von uns beiden. Okay, dann los geht's. Okay, ich bin auf jeden Fall bereit. Und ich würde sagen, 3, 2, 1. Und wir fangen... warte mal. Wo ist der Bacon? Oh, Leute, wir müssen ganz schnell an den Bacon. Der kann sich irgendwie teleportieren oder sowas in der Art. Aber gut, für mich wird es nicht allzu schwer sein, hier alles zu finden hier, glaube ich. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist eigentlich ein Skateboard nehmen. Dann bin ich auch ein bisschen schneller. Aber warte mal, teleportieren ist eigentlich schon unfair. Und zudem bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher, wo alle genau sind. Weil das Ganze ist auch schon ein paar Tage her, dass ich das irgendwie alles gefunden habe und gesucht habe und so. Aber ich hoffe einfach, dass ich das Ganze schaffen werde. Warte, hier hinten ist noch eins. Hier hinten ist noch das kaputte Auto mit den Rädern. Okay, ich darf mich nicht ablenken lassen. Damit haben wir schon 6 Stück, Leute. Oh mein Gott, wo ist ein weiteres Ei? Hier hinten bei dem Grocery Store ist auf jeden Fall noch eins. Okay, let's go. Hier hinten läuft noch der kleine Bacon rum und sammelt die ganzen Ostereier auf. Dann auf jeden Fall zum Eiscremeladen. So, hier, zack. Dann hier hinten bei dem Baum war noch eins. Hier hinten beim Krankenhaus ist auch eins. Okay. Let's go. Bei der Schule wird auch eins sein, okay? 100% genau. Bei der Schule ist nämlich auch eins. Konnte ich mich auf jeden Fall richtig erinnern. Zack, hier ist auch noch eins. Hier ist noch ein weiteres. Okay, ein Ei fehlt uns auf jeden Fall noch. Aber warte mal, ist das der Bacon mit dem Auto? Oh mein Gott, Bacon, bitte sag mir nicht, du hast jetzt schon alles gefunden. Ich hab's dir doch gesagt. Na toll, Leute. Also darf er mich jetzt die ganze Zeit Bacon nennen. Aber hoffentlich nennt ihr mich in den Kommentaren nicht so, bitte. Warte mal, das letzte Osterei ist übrigens neben dir Bacon. Warte mal, wo ne... Oh, ja, hier ist tatsächlich das letzte Osterei. Toll, jetzt habe ich auch dieses wunderschöne Auto, aber bisschen zu spät. Nicht so traurig. Ich lasse auch ein Like da, okay? Okay, Leute, wenn ihr alle auch noch ein Like da lasst, dann bin ich auf jeden Fall glücklich. Naja, egal, Leute. Denkt ihr, ihr hättet gegen den Bacon gewonnen? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Unbedingt einen Daumen nach oben, dann habt ihr jetzt den Kanal, um keine weiteren Videos in Zukunft zu verpassen. Auf der rechten Seite könnt ihr jetzt auf jeden Fall die letzten Videos abchecken und auf der linken Seite könnt ihr den Kanal aktivieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Checkt ruhig die Videobeschreibung aus. Dort gibt es einen Link zu meinem Discord-Server. Dort könnt ihr mit mir oder mit der ganzen Mayo-Gang chatten oder meine Roblox-Gruppe, um diesen freshen Merch zu bekommen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao.